Im Reallabor ist das eine ganz wichtige Frage. Wie können wir solche natürlichen Waldentwicklungen befördern? Denn wenn man sich das hier anschaut, kann man sich vorstellen, so ein Wald braucht eine lange, lange Zeit, ehe er sich so entwickelt, mit großen alten Bäumen, mit umgefallenen Totholz, mit entsprechenden Wurzeltellern, die quer liegen. Und die Hoffnung ist, dass dadurch natürlich schon ein bisschen eher ja, die jetzigen und künftigen Generationen sehen können, aha, so sieht ein ganz natürlich sich entwickelnder Wald aus. Schon bei der Einrichtung des Nationalparks Schwarzwald im Jahr 2014 war klar, dass das Projekt wissenschaftlich begleitet werden soll. Die Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg und die Universität Freiburg leiten diese wissenschaftliche Begleitung federführend. Angeschlossen sind das Freiburger Öko-Institut, die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg und die Firma Evoco Evolutionsmanagement aus Berlin. Als Praxispartner bringen sich der Nationalpark Schwarzwald und der Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord ein. Es ist also gar nicht so illusorisch, wie ich immer gedacht habe, das mal zu kriegen. Ranger Arne Kolb erläutert die besondere Struktur des Nationalparks Schwarzwald. So sind zwischen Baden-Baden und Baiersbronn zwei unabhängige Gebiete ausgewiesen. Für die Wissenschaft ist dabei interessant, wie diese Gebiete in die Gesamtregion Nordschwarzwald hineinwirken. Sechs große Themenbereiche haben wir, von Tourismus angefangen, über Borkenkäfermanagement, Wegeentwicklung bis hin zu Konflikten, die es gibt zwischen Nationalpark und Region, sodass Akteure vor Ort eine Möglichkeit haben, unser Forschungsprogramm mit zu beeinflussen. Die Forschenden im Wissensdialog Nordschwarzwald wollen ausdrücklich von Anregungen aus der Bevölkerung beeinflusst werden. Völlig unbeeinflusst sollen sich dort letztendlich Tiere und Pflanzen entwickeln. Die kooperierenden Hochschulen sind gerüstet, diesen sogenannten Prozessschutz auch während eines größeren Zeitraums zu begleiten. Es gibt die Signale eben aus dem Wissenschaftsministerium, dass hier eine langfristige Entwicklung auch vorgesehen ist. Und wir hoffen, dass dieses Reallabor sich so etabliert, dass wir tatsächlich über einen Zeitraum von 10 Jahren mal mindestens diese Entwicklung auch durch unsere Forschung begleiten.